Hallo zusammen und willkommen zurück bei Wals Kosmos. Nachdem wir jetzt einen Teil gemacht haben, würde ich gerne das Dach fertig machen, auch das Bett wieder komplett einbauen etc. pp. Und deshalb mache ich mich heute an das Isolieren von dem vorderen Teil. Den hinteren, den habe ich ja schon gemacht. Ich kann euch das gerne hier oben im Eck nochmal verlinken, wo ich den gemacht habe. Jetzt will ich den vorderen machen. Dann muss ich mich natürlich auch noch um so ein paar Kabel kümmern, die hier rumliegen, dass sie anständig geschützt sind und so weiter und so fort. Und dann will ich natürlich noch gucken, wie weit ich zu dem Fensterrahmen vorne die Dämmung machen kann. Naja, aber das werden wir heute alles sehen. Und dann würde ich sagen, dann kann es ja losgehen. Ich erkläre mal kurz den Kabelwirrwarr. Hier sind ja zwei Lampen. Also hier ist eine Lampe an der Seite und hier ist eine Lampe an der Seite. Und deswegen hat man hier jeweils Plus und Minus logischerweise. Das ist hier über ein ummanteltes Kabel. Die kann man auch so kaufen. Dann haben wir hier über einen Stromdieb. Das macht man eigentlich nicht, aber das ist jetzt so. Das ändere ich jetzt auch gerade nicht. Über einen Stromdieb geht jetzt praktisch das Kabel. Das ist geschützt. Das geht da unten rein. Und geht jetzt hier an die Lampe. Die habt ihr ja gesehen, geht auch wieder an. Dann hatten wir ja gesehen gehabt das letzte Mal, dass das rote Kabel hier hinten, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, hier ist ja ein Schlitz und da war das Pluskabel so einfach. Und da habe ich jetzt einen Kabelschutz drüber gemacht, damit das hier sich nicht aufreiben kann. So. Dann gibt es noch hier dieses braune Kabel hier. Das geht im Prinzip hier vorne an die Lampe. Das ist auch normaler Strom vom Auto, also nicht über die Versorgerbatterie. Und ja, und das war's. Das Kabel hier zu der Lampe habe ich dann auch nochmal geschützt, damit sich das hier, weil das geht ja hier durch diesen Kanal, also ich weiß nicht, ist halt schwierig zu zeigen. Hier ist ja auch offen. Da geht das rein, dass ich das dann nicht aufscheuern kann. So, und damit sind jetzt die Kabel einigermaßen. Jetzt kann ich mich an die Wände machen mit der Isolation bzw. an die Decke. Und jetzt war der schief, ist aber auch nicht schlimm. Und ich denke, da kann ich jetzt mal loslegen. So, dieses Dreieck hier vorne ist so ein bisschen eine Problemstelle. Ich habe das aber jetzt hinbekommen, dass das hier praktisch direkt diesen Holm umschließt hier vorne. Das ist das Problem. Und dann habe ich hier, wie ihr sehen könnt, Farbe hier drauf getragen. Und das habe ich dann abgedrückt mit der Folie.
Also ich habe die zuerst, habe ich hier so ein kleines Stück abgeschnitten und hier war jetzt die Farbe drauf, das habe ich dann nachgeschnitten. Jetzt habe ich den Radius. Ich habe auch probiert gehabt, ob das auf der anderen Seite genauso passt von den Maßen her. Kann ja sein, dass es nicht passt. Und es passt aber auch. Das heißt, theoretisch kann ich jetzt das hier nochmal machen, nur spiegelverkehrt. Und dann passt es auch auf die andere Seite. Ja, dann mache ich das mal. Ne? So, Zwischenstand. Ich habe jetzt hier oben alles dicht. Bin auch gut in die Ecken überall reingekommen. Könnt ihr ja sehen. Also hier werde ich wahrscheinlich noch mal von den anderen Sachen so ein bisschen was über die Ritze kleben von dem 10 mm. Aber ansonsten ist es gut geworden. Auch bis hier runter auf die Kante. Hier musste ich, wie ihr sehen könnt, eine ganze Haufen Stückelarbeit machen, weil es gerade so gereicht hat, was ich da bestellt habe von der Menge her. Was ich jetzt noch machen will, ist hier oben, aber nur mit 10 mm, das hier noch ein bisschen abflexen oder so. Dann kann man bis hier runter gehen am Fenster hier. Und dann diese Lücke hier schließen bis zu dem, wo das hier drinnen anfängt praktisch. Ja, aber das mache ich dann beim nächsten Mal, wenn ich hier bin. Aber so ist es schon ganz gut geworden, muss ich sagen. So, dann für heute Feierabend. Also bis gleich. Ja, heute habe ich mich immer ein bisschen zurückgehalten mit dem Reden. Dafür habe ich versucht, ein bisschen mehr zu machen. Das waren so Kleinigkeiten. Also ich habe jetzt hier praktisch diese Lättchen raus, weil da will ich wieder Isolationsmaterial reinmachen, kein Holz. Man sieht ja auch, dass das hier eher geschimmelt hat wie alles andere. Dann habe ich hier oben nochmal eine Reihe Dämmmaterial rein, genauso wie hier hinten rein. Na, Kamera da. Und auch auf der Seite hier rein. So, und habe dann, das habt ihr ja gesehen, jetzt soweit die Dachverkleidung vorbereitet, damit ich die jetzt praktisch befestigen kann. Ich hoffe, das kriege ich einigermaßen gut hin. Ja, also sollte gehen, hoffe ich mal. Das hier ist im Übrigen so ein Dichtgummi, der dichtet nachher zwischen dem Dach und dem Fenster und dem so ein bisschen ab. Mal gucken, wie das jetzt aussieht, weil das ist ja ein Stückchen kürzer vorne. Wenn das jetzt drin ist, dann kann ich noch hier in der Mitte die Luke rausschneiden. Und warum jetzt das die Verkleidung am Dach wichtig ist, das hat damit zu tun, dass ich beide Luken gleichzeitig einkleben will und nicht auf zweimal. Und wenn ich dann dabei bin, dann kann ich dann die vordere gleich mit einkleben bzw. eindichten. Die werden ja nicht geklebt, sondern nur eingedichtet, weil die werden ja gehalten mit 8 oder Schrauben oder 10.
Und das ist genug, da muss nichts geklebt werden. So, und jetzt versuche ich mich mal hier an dem Einbau von der Dachverkleidung. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ja, am Ende des Tages melde ich mich nochmal, kurz den Fortschritt dokumentieren. Ihr habt ja gesehen, die Verkleidung von dem vorderen Teil vom Dach ist jetzt drin. Hier hinten, das war eine ganz schöne Wucherei, das da reinzukriegen. Ich hatte eben, das habt ihr ja gesehen, noch den Rahmen hier sauber gemacht, dass da nichts mehr dran ist, damit man dann anständig wieder einkleben kann. Hier vorne seht ihr ja die Lippe. Da kommen jetzt natürlich noch die Seitenteile rein. So, und das hier ist für den Vorhang. Das ist hier unten eine Schiene. Und hier oben ist die Schiene. Das ist alles vernietet, habt ihr ja auch gesehen. Und an den Seiten so ein bisschen verschraubt. Das ist eher recht als schlecht. Ich finde das also nicht zwangsläufig besonders gut. So, aber wenn man jetzt hier das Fenster wieder reinsetzt, sieht man, sitzt das einwandfrei hier drin und jetzt haben wir hier rundherum Platz, um, wenn die Dichtmasse drin ist, auch noch so ein bisschen Dämmung da rein zu packen und dann den Rahmen drauf zu machen. Und ich denke mal, dann mache ich für heute auch mal Feierabend und mache dann das nächste Mal weiter. Was auch sonst, ne? Naja gut, also dann. Heute ging es an die Dachluken. Die erste habt ihr ja gesehen, ist jetzt drin. Das mit diesem dauerelastischen Tischstoff, mit dem Dekasil, das ist so ein bisschen eine ich hätte fast gesagt Fuddelarbeit, aber es ist halt irgendwie so eine, es lässt sich nicht so verarbeiten wie Sika oder Silikon oder Acryl oder sowas. Es ist halt was anderes, da muss man sich dran gewöhnen. Ich hatte auch ein bisschen viel auf dem Dach gehabt. Naja, ich glaube, ich habe es einigermaßen hingekriegt. Jetzt mal gucken, wie sich das verhält, wenn es ein bisschen ausgehärtet ist. Und solange es dicht ist, möchte ich mich nicht beschweren. Ich gehe mal davon aus, dass ja auch einiges sich nochmal nach innen gedrückt hat. Und jetzt bin ich gerade dabei vorne bei dem vorderen Fenster hatte ich ja noch nicht diese hier diese Dämmkeile, die kommen praktisch dann in diese Lücken rein, die hatte ich ja noch gar nicht geschnitten und da hatte ich jetzt noch mal die Haube reingesetzt, habe das ein bisschen vermessen und will jetzt mal einmal so grob die Keile reinmachen, damit es passt. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich dann wiederum die Haube sauber machen, reinigen. Und ja, dann kann man auch, hoffe ich mal, die dann irgendwann einsetzen. Ich habe so ein zweites, eine zweite Kartusche Dekasil habe ich noch da, falls das hier leer geht. Ich gehe mal davon aus, dass das leer geht. Und ja, naja, ich mache jetzt mal weiter. Thank you.
Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? Die Operation Dachfenster und Luken habe ich jetzt geschafft. Die Luken sind drin, das vordere Panoramafenster auch. Wenn jetzt die Dichtmasse oben auf dem Dach einigermaßen angetrocknet ist, mache ich nochmal einen Wassertest, um zu gucken, ob da irgendwo Soße reinläuft, zumindest ob ich da was feststellen kann. Theoretisch dürfte das nicht passieren, aber man weiß ja nie. Und besser mal vorher checken, als wenn man unterwegs ist, auf einmal merken, dass irgendwas undicht ist. Bei den Luken kann ich es mir nicht vorstellen, weil die haben sich ja praktisch in die Dichtmasse reingedrückt. Wenn man das richtig macht mit genug Dichtmasse, passiert da in der Regel nichts. Vorne beim Fenster hoffe ich mal auch nicht, aber das sehen wir dann. Das war's jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht passiert ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also ihr Lieben, macht's gut. Ciao.